Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Rathaus in Metzingen. Mit über 90% wiedergewählt freuen wir uns auf ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister dieser Stadt. Namentlich vorgestellt im Gespräch mit Dr. Ulrich Fiedler. Herr Fiedler, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Herzlich willkommen. Sehr gerne. Ich freue mich auf das Gespräch und heiße auch Sie hier in Metzingen herzlich willkommen. Wir fangen immer ein bisschen persönlich, biografisch an. Sie sind wo geboren? Schule, Studium? Geboren in Illertissen, also direkt an der Grenze zu Baden-Württemberg, aber nur deswegen, weil dort die Klinik stand. Aufgewachsen in Dietenheim im Alb-Donau-Kreis, im südöstlichsten Zipfel des Landes, wenn man so will. Bin dann auch in Illertissen aufs Gymnasium gegangen. Daraufhin habe ich in Augsburg studiert. Bin in den Bayerischen Staatsdienst eingetreten, so als Grenzgänger immer wieder. War in unterschiedlichen Positionen im Bayerischen Staatsdienst, im Geschäftsbereich des Innenministeriums, bei der Regierung von Schwaben, Straßenbau am Kempten, Landratsamt, Günzburg. Dann habe ich das Ressort gewechselt ins Wissenschaftsressort, war für knapp 4 Jahre Kanzler an der Hochschule Neuem. Ja, und von dort habe ich mich auf den Weg nach Metzingen gemacht. Wieso Metzingen? Sie sind dann mit 36 hier ein sehr junger Oberbürgermeister geworden. Eigentlich Zufall. Ich habe am Landratsamt in Günzburg den kommunalpolitischen Virus eingepflanzt bekommen, habe dort eigentlich gemerkt, wie reizvoll so ein kommunales Wahlamt ist und wollte dann auch ein kommunales Wahlamt anstreben. Wo, in welcher Kommune man dann am Ende landet, das hat viel mit Zufall zu tun. So war es auch hier. Menschen, die Kandidaten für Metzingen gesucht haben, haben auch den Kontakt zu mir gesucht und so gab dann das eine das andere und am Ende stand eine Kandidatur in Metzingen. So, und jetzt natürlich eine schwierige Frage, weil wir ja relativ kurze Sendezeit haben. Metzingen, ganz kurz vorgestellt als Stadt. Metzingen ist die kleinste Metropole der Welt. Metzingen ist die Stadt mit vielen Gesichtern und das ist, glaube ich, auch der Reiz unserer Stadt. Wir haben einerseits das Tor zur Welt geöffnet durch die Outlet City und die vielen Menschen, die zu uns kommen, durch sehr erfolgreiche Firmen wie Hugo Boss beispielsweise, aber auch andere. Und gleichzeitig sind wir an vielen Stellen schwäbische Kleinstadt geblieben, Gott sei Dank. Haben eine lange Weinbautradition, haben eine lange Tradition als Bildungsstandort mit allen Schulen, die es in unserer Stadt gibt. Haben die begnadete Natur um uns herum mit unseren Streuobstwiesen, haben aber auch tolle Sportler beispielsweise. Die Zeit ist in der Tat viel zu kurz. Aha. Metzingen hat viele Gesichter und gerade das macht Metzingen aus. Vielleicht aus der Geschichte noch, ja. Gibt es irgendeine tolle Anekdote oder irgendwas? Ich habe neulich in Bad Urach gelernt, die hätten die schwäbische Brezel erfunden, das wusste ich nicht. Gibt es irgendwas Ähnliches in Metzingen? Bad Urach hat da als ehemalige Oberamtsstadt natürlich andere Bezüge als wir. Mit solchen Anekdoten kann ich leider nicht dienen. Metzingen hat ja, ist, was das anbelangt, ja eine relativ junge Stadt. Wir haben das Stadtrecht erst 1075 bekommen und insofern fehlt uns diese mittelalterlichen Geschichten, die gibt es bei uns eben nicht. Da sind wir zu jung als Stadt, auch als Zentrum dieser Größe. Wer hatte eigentlich diese Idee mit dem Outlet? Gut, da gibt es sicher viele Väter. Einer davon ist ganz sicher die Holi AG, die Gebrüder Holi, insbesondere auch deren Vorstandsvorsitzender, der Herr Bauer. Das kam schon von der Seite, diese Idee, glaube ich. Aber sie wäre ganz sicher nicht weiterentwickelt worden und ganz sicher nicht ins Ziel geführt worden, wenn nicht auf Seiten der Stadt es da starke Unterstützer gegeben hätte, im Gemeinderat genauso wie auf Seiten der Verwaltung und der politisch Verantwortlichen. Ich glaube schon, dass dieser Erfolg in der Tat mehrere Väter hat. Die Idee kam wahrscheinlich aus der Familie Holi. Spannend finde ich dabei ja eigentlich, normalerweise entsteht so ein Outlet immer dann draußen auf der grünen Wiese. Wieso hier in der Stadt und was sind da Vor- und Nachteile? Gut, das ist ja das Alleinstellungsmerkmal im Outlet-Markt sozusagen, dass wir in Metzingen eben eine gewachsene Struktur haben, inmitten der Stadt und dass das natürlich auch aus einem Zellkern Hugo Boss entstanden ist. Das haben alle anderen nicht zu bieten, in Europa wahrscheinlich weltweit nicht. Diese Besonderheit, die Fabrikverkäufe gibt es ja auch nicht erst mit Entstehen der Outlet City, sondern Hugo Boss hat ja allererste Fabrikverkäufe schon in den 30er Jahren und dann später in den 70er Jahren. Mhm. Die Fabrikverkäufe, die viele kennen in der Kanalstraße, mhm. Das ist die Wiege des Fabrikverkaufs und diese besondere
Verbindung ist entstanden aus der Familie Holi natürlich, aus Jochen und Uwe Holi, Hugo Boss und der Entwicklung der Holi AG. Daraus ist ein Zellkern entstanden, der die heute Adler City gebildet hat. Und das ist auch das, was weltweit niemand kopieren kann. Ist unmöglich, weil bei uns sind viele Delegationen aus unterschiedlichsten Ländern dieser Erde. Erst nächste Woche kommen wieder welche aus Vietnam. Viele fragen uns, wir wollen das Gleiche tun, wir wollen was Ähnliches tun, wie macht man das? Da müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Und das war in Metzingen eine ganz einzigartige Konstellation. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Fiedler, die Bilanz Ihrer ersten Amtsperiode, kurz zusammengefasst, vielleicht, was waren wichtige Punkte? Ich glaube, Metzingen hat sich insgesamt sehr, sehr positiv entwickelt. Wenn man mal auf die Stadtfinanzen sieht, die haben wir weiter geordnet. Wir haben die Schulden halbiert, gleichermaßen die Rücklagen verdoppelt. Sicher auch geschuldet den guten Rahmenbedingungen, der guten Situation, die wir aber alle haben. Und nicht jede Kommune entwickelt sich so positiv, was die Stadtfinanzen anbelangt. 20% an Arbeitsplätzen sind entstanden in den letzten 8 Jahren. Jetzt kann man sagen, die Arbeitsplätze schaffen die Unternehmen. Das ist sicher richtig. Aber ich glaube, die kommunale Infrastruktur muss eben auch Schritt halten und die Menschen suchen nicht ihren Arbeitsort dort, wo sie sich nicht auch wohlfühlen würden. Wir haben die Kinderbetreuung extrem ausgebaut. Bei uns gibt es eben keine Warteliste, weder für unter Dreijährige noch für über Dreijährige. Wir haben das Ganztagesbetreuungsangebot an den Schulen verdoppelt. Wir haben das Thema Bürgerbeteiligung auf eine ganz besondere Art und Weise großgeschrieben in Metzingen in den letzten 8 Jahren, was, glaube ich, auch die Stadt sehr, sehr positiv entwickelt hat. Das sind nur einige Beispiele jetzt so an Kennzahlen, wo man sieht, die Stadt hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Wir wachsen als Stadt, auch was die Einwohnerzahlen anbelangt, in den letzten 8 Jahren. Also rundum, glaube ich, hat die Stadt insgesamt eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Kann man sagen, Sie sind auf Rosen gebettet steuerlich oder stimmt eher, dass viele der Outlet-Firmen, große Konzerne, hier gar keine Steuern zahlen? Die positive Situation der Einnahmen in unserer Stadt hat zum einen mit der Outlet City zu tun, aber viel, viel mehr mit den erfolgreichen Unternehmen unserer Stadt. Wir sind eben nicht nur Outlet City, sondern wir haben mittlerweile 12.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Metzingen, wovon nur ein Bruchteil in der Outlet City ist, sondern im Gegenteil, wir haben viele, viele erfolgreiche Unternehmen, die die Wirtschaftskraft unseres Standorts ausmachen und natürlich auch die Einnahmesituation prägen. Auf Rosen gebettet wäre übertrieben. Ich sage immer, uns geht es im interkommunalen Kontext relativ gut. Mhm. Aber es stimmt, dass einige Firmen hier keine Steuern zahlen, wie Gucci oder so, zahlen die? Doch, die hier, zahlen oder geht alle Steuern, alle, aber ja? das ist klar rechtlich definiert. Das geht nach einem sogenannten Zerlegungsschlüssel, wo sozusagen die Arbeitskraft, also die Anzahl der Mitarbeiter und die geleisteten Löhne und Stunden maßgeblich sind für die Frage, wo besteuert welches Unternehmen seine Gewinne. Grandioser Wahlsieg, Wiederwahl zu Beginn des Jahres. Was hat Sie besonders gefreut dabei? Ja, ich war schon sehr dankbar, so ein positives Feedback zu kriegen. Es ist in der Tat aus meiner Sicht ein sehr gutes Ergebnis. Wenn man 8 Jahre mitarbeitet in der Stadt, wenn man 8 Jahre mit politische Verantwortung trägt, dann schafft man sich nicht nur Freunde, weil nicht nur im Gemeinderat, sondern auch bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, es immer Befürworter und Gegner gibt. Und dann ist es schon schön zu wissen, dass der ganz, ganz überwiegende Teil der Bevölkerung in Metzingen den Weg der letzten 8 Jahre gutiert, das Erreichte auch honoriert. Das tut gut, da bin ich ehrlich. Das ist ein gutes Gefühl zu wissen, die Menschen sind zufrieden mit dem, was man macht. Ausblick zweite Amtsperiode. Was sind Ziele? Was bleibt vordringlich zu tun? Gut, wie so viele, eigentlich wie alle, haben wir das Thema Wohnraum auf der Agenda. Wir haben schon vor 2 Jahren jetzt fast oder vor 1,5 Jahren mit der Verabschiedung des letzten Doppelhaushalts die Agenda unter die Prämisse Leben, Wohnen und Arbeiten in Metzingen gestellt. Wir wollen Wohnraum entwickeln, wir wollen weitere Gewerbeflächen entwickeln, neben den bereits begonnenen Projekten. An so einer Stelle nennt man natürlich immer gern die großen Projekte, die anstehen in den nächsten 8 Jahren. Aber ich glaube, wir haben auch einen klaren Auftrag, Gesellschaft zu entwickeln in den nächsten 8 Jahren. Und das schaffen wir zuallererst mal über das Thema Wohnraum.
darüber hinaus, über das Thema Integration, wo wir uns in Metzingen auf einem sehr, sehr guten Weg befinden und demnächst auch ein umfassendes Integrationskonzept, das nicht nur sich mit dem Thema Flüchtlinge beschäftigt, sondern mit dem Thema Integration insgesamt auf den Weg zu bringen. Also ich glaube, wir brauchen vor allem eine intakte Gesellschaft, aus der sich dann natürlich auch die richtigen Projekte entwickeln. In der Tat, ich habe es erwähnt, wir haben eine solide Einnahmesituation, sodass wir eben auch große Projekte wie die Bäder, wie auch auf den Weg gebrachte, wie unser Familienzentrum, Feuerwehr und anderes auf den Weg bringen können. Wir werden weiter unsere Schulen sanieren. Das Gymnasium steht da auf der Agenda. Also wir werden auch weiter viel investieren können. Wir haben neben den Schulden im Kernhaushalt diese sogenannten versteckten Schulden in den letzten 8 Jahren massiv reduziert, indem wir sehr, sehr viel saniert haben, was Straßen, was Kanäle und Abwasserinfrastruktur anbelangt. Das wollen wir auch in den nächsten Jahren tun. Ich sage immer, jede Generation muss das leisten, was sie leisten kann. Und wir sind Gott sei Dank im Moment in der Lage, viel zu leisten und können durch Investitionen in unser Anlagevermögen auch zukünftige Generationen entlasten. Das wollen wir tun, solange wir es können. Wunderbar, kritische Nachfragen gibt es natürlich auch. Obwohl viele sagen, ich habe mich schon erkundigt, der macht es richtig gut. Aber es gab Ärger mit den Städten Reutlingen, Tübingen, mit den Kollegen Bosch und Palmer wegen Outlet-Ausbau. Worum ging es da genau und was ist jetzt beigelegt? Es geht darum, dass wir auf einer Brachfläche, Industriebrache inmitten der Stadt, 6,5 Hektar in etwa, das ehemalige Gänsle- und Völter-Areal, den Fabrikverkauf erweitern wollen, vor allem um Hugo Boss an seinem Heimatstandort eine neue repräsentative Verkaufssituation zu ermöglichen. Wir sprechen von 8000 Quadratmeter Verkaufsfläche für Hugo Boss. Und damit die nicht auf den Rücken eines Parkhauses gucken, wenn die Kunden da rauskommen, brauchen wir natürlich auch ein attraktives Handelsumfeld drumherum. 5 Kuben mit rund 2700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Darum ging es. Wir haben einen Raumordnungsantrag gestellt, das war sehr notwendig ist. Wir haben einen positiven Raumordnungsbescheid bekommen. Der wurde dann beklagt von Reutlingen und Tübingen. Wir haben Gott sei Dank in einem sehr, sehr intensiven Dialog, auch moderiert durch das Regierungspräsidium, jetzt einen Kompromiss gefunden, der Aussagen darüber trifft, wie Metzingen sich in den nächsten 10 Jahren entwickeln kann, was Handelsflächen anbelangt. Es ist auch nicht das Interesse der Metzinger Bevölkerung, uneingeschränkt zu wachsen bei diesem Thema. Aber wir haben jetzt eine Chance gehabt, ein innerstädtisches Quartier zu entwickeln mit dem Thema Verkauf, dadurch aber auch Verkehre, Parksituation und vieles anderes in Metzingen lösen zu können. Dieses Areal ist für Metzingen nicht nur Fabrikverkauf, sondern vor allem Stadtentwicklung. Wir bekommen dort auf einem Gebiet, das ja bisher für uns unzugänglich war, weil eine Firma darauf produziert hat, Fuß- und Radwegeverbindungen. Die Stadt ist an diesem zentralen Punkt nicht mehr durchschnitten. Wir können die Irms renaturieren, wir können uns auf unsere Werte, die uns über Jahrhunderte geprägt haben, zurückbesinnen auf diesem Areal. Die Metzinger haben als Bürger sich sehr, sehr intensiv in diesem Entwicklungsprozess beteiligt. Gott sei Dank haben wir es geschafft, jetzt einen Kompromiss zu finden, der eine Weiterentwicklung der Stadt für uns bedeutet, nicht nur eine Weiterentwicklung des Fabrikverkaufs. Okay. Ein anderer Punkt ist, Sie haben es vorher kurz angesprochen, Aushängeschild Sport, TuS Metzingen, Top 3 im Frauenhandball in Deutschland. Habe gestern noch kurz das Rücksprache gehabt, was die sich eigentlich so wünschen und gar nicht so gewusst, dass die Kapazität von der Öschhalle als viel zu klein erachtet. Deswegen müssen sie bei großen internationalen Spielen nach Tübingen. Ist das ein Traum oder bei Ihnen irgendwo im Hinterkopf, dass Sie ja durchaus sportaffin sind, dass man da, was weiß ich mal, was baut mit so 1400 Zuschauern? Die bringen wir ja jetzt so fast rein. Also außerdem haben wir eine weitere Spielstätte in unserer Stadt, wo eben über 1300 Zuschauer reingehen mit der Hofbühlhalle. Metzingen ist Sportstadt, wir bekennen uns auch dazu. Wir haben die Kapazitäten in der Öschhalle ja erweitert. Für ganz viele Spiele ist es im Moment noch ausreichend. In der Tat wäre das auch für mich, jetzt spreche ich mal als Bürger und als handballbegeisterter Sportfan, toll zu sehen, wenn wir eine größere Spielstätte hätten. Aber da muss man einfach auch die Kirche im Dorf lassen. Ich habe die Aufgaben genannt, die vor uns stehen.
Und da glaube ich nicht, auch nicht im Sinne der Bürger, dass die erste Priorität ist, jetzt eine Großsporthalle zu bauen, die wir sicher gut gebrauchen könnten an der Stelle. Aber wie viele Kommunen unserer Größe gibt es, die Großsporthallen betreiben? Da werden Sie in Deutschland sich lange auf die Suche machen müssen. Und wer sich im Sport auskennt, der weiß, dass viele, auch Handballer aus kleineren Kommunen, internationale Spiele oder zum Teil auch die Ligaspiele in größeren Städten austragen. Ich nenne immer ein Beispiel, weil es sehr eindrucksvoll für mich ist. Erlangen selber hat etwa 110.000 Einwohner und seit dem Aufstieg in die erste Männerhandball-Bundesliga spielen die Erlanger Handballer in Nürnberg. Also es ist nicht unüblich, dass, und nochmal, bei Kommunen unserer Größe, man guckt nach Großwallstadt mit Aschaffenburg und da kann man viele Beispiele nennen und auch aus anderen Sportarten, ist nicht unüblich, dass man dann eben leider die kleine Kommune verlassen muss, um so erfolgreich Sport zu betreiben. Vielleicht finden wir noch eine Lösung. Ich arbeite seit Jahren dran, habe aber das Ei des Kolumbus noch nicht gefunden. Was ganz aktuell ist in diesem Jahr, Klimawandel heißt ja auch alles früher und dann die Erfrierungsgefahr viel größer. Sie haben Weinbau angesprochen. Sind die hier auch so, ja, man sagt ja im Land, katastrophal betroffen von diesen kalten Nächten? Und wenn ja, was macht man da? Wie kann die Gemeinde helfen? Zunächst, wir sind betroffen im Obstbau genauso wie im Weinbau. Wir haben, also Kirschen wird es dieses Jahr im Irmstal keine zu ernten geben. Wir haben im Obstbau rechnen wir mit 60% Erlöseinbuße. Beim Wein kommt es so ein bisschen auf die Rebsorten an, die eben schon ausgetrieben hatten zu diesem Zeitpunkt, sind allesamt schwer beschädigt. Da wird man sehen, was das Weinjahr bringt. Jetzt ist ja leider für die nächste Nacht wieder Frost angekündigt. Das heißt, auch die Sorten, die später ausgetrieben haben, laufen heute Nacht Gefahr, nochmal Schaden zu nehmen. Das ist in der Tat Belastung. Gott sei Dank, das Land Baden-Württemberg hat sich jetzt ja schon bereit erklärt, der zuständige Minister Haug hier Mittel zur Verfügung zu stellen für die Landwirte, muss man aber sehen, dass bei uns ja nur ein Vollerwerbswingerter arbeitet. Das heißt, ganz, ganz viele machen das im Nebenerwerb, da wird man sehen, wie die tatsächlich entschädigt werden können. Ich glaube, die richtige Sicht ist eine langfristige an der Stelle und so sehen das, glaube ich, auch die Wingerter bei uns, insbesondere auch die Verantwortlichen der Genossenschaft. Man muss das einfach langfristig sehen. Wir haben exzellente Weinjahre und wir haben dann eben auch Erntejahre, die nicht so ertragreich sind. Entscheidend ist, dass man mit langjährigen Mittel zufrieden ist. Und das sind wir hier. Sendung geht leider zu Ende. Herr Dr. Fiedler, letzte Frage vielleicht in einem Satz zusammengefasst. Metzingen ist deswegen besonders lebenswert, weil? Hier viele Menschen sind, die das Zusammenleben hier lebenswert machen, weil hier eine hohe Identifikation der Bürgerschaft mit ihrer Stadt und ihren Mitmenschen vorhanden ist und weil diese Menschen unsere Stadt voranbringen an ganz, ganz vielen Stellen. Dafür bin ich dankbar und ich lebe auch sehr gerne hier mit den Menschen und den erfolgreichen Unternehmen, dem guten sozialen Miteinander. Metzingen ist eine sehr, sehr lebenswerte Stadt, aufgrund der Menschen, die es hier gibt. Wir sind Ihnen dankbar, Herr Dr. Fiedler, dass Sie Zeit für uns hatten. Ich danke Ihnen, hat Spaß gemacht. Und ja, es ist schön, dass RTF uns Kommunen auch immer wieder durch diese Berichterstattung so unterstützt. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gemerkt. Metzingen hat sehr viel zu bieten, ist viel mehr als eine reine Outlet-City, auch von der Umgebung her und so. Schauen Sie sich vielleicht mal an. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen.